Zurück in Baba Is You. Hoffentlich werde ich in dieser Folge ein bisschen mehr hinkriegen als beim letzten Mal. Machen wir mal hier unten weiter, würde ich sagen. Mit nicht hier in Level 10. Nicht hier? Wo denn dann? Fence is not you. Okay, wir haben jetzt ein Not im Spiel. Fence is stop. Ja, das stimmt, Baba Is You, ja. Fence is stop hier, das ist ein Fence. Sieht ein bisschen aus dem Bambus, aber ja. Ist Win ist außerhalb. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie rauskommen. Wir haben Stop, Fence und Not. Not. Was wollen wir mit einem Not? Das. Ja, das ist neu. Also damit habe ich jetzt noch keine Überlegungen, was wir damit machen können. Draußen sind Geister. Ich gehe mal davon aus, dass die Deko sind. Auch wenn die natürlich ein bisschen rausstechen. Also, Fence is not you. Baba is you. Wir haben leider kein Is. Baba is not. Nee, das geht so nicht. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, wir sollten irgendwie das Not da reinkriegen. Nee, am schlimmsten ist es, dass wir kein zweites Is haben. Das ist ja da draußen, aber Fence is stop. Und das wird so bleiben. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre halt hier Fence is you machen. Aber das geht nicht. Ah ne, es würde so oder so nicht gehen, weil Fence is not you steht ja da oben. Also selbst das würde nicht funktionieren. Stop. Baba is stop. Ja, dann hört er halt auf. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie funktioniert hier ja gar nichts, oder? Also diese Welt hat mich wirklich bisher richtig gebrochen. Die ist wirklich die schlimmste und schwierigste Welt in dem Spiel. Und dieses Level macht es nicht einfacher. Ich kann doch gar nichts machen, oder? Baba is you not fence? Oder you not stop? You not stop? Würde sowas funktionieren? Ich weiß halt nicht wie genau, wie not funktioniert. Wie gesagt, das ist neu. You not stop funktioniert nicht. Außer wir machen es so. Na, nee. Ich glaube, you ist sowas, das geht so rum nicht. Fence not you. Geht auch nicht, passiert nichts. Baba. Not Baba is you? Was? Oh, lol! Not Baba is you, das heißt, alles außer Baba bist du. Lol, okay. Ja, wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht irgendwie mit den Hintergrunddingern das hier verschieben. Außer halt so verschieben, aber wir wollen das hier reinkriegen, oder? Nee. Fence is win wollen wir damit machen. Wir wollen das so schieben, dass wir am Ende haben, Fence is win. Ja, okay. Aber wie mache ich das am besten? So vielleicht? Oh, jetzt habe ich irgendwas verschoben da hinten. Was ich nicht verschieben wollte. Das geht so nicht. Warte, machen wir nochmal ganz zurück. Bis zu dem Punkt, wo ich das Not reingekriegt habe. Weil ich, dann kriege ich, glaube ich, einen besseren Überblick. So, not Baba is you. Wir wollen... Ich glaube, was wir tun wollen, ist alles erstmal in eine Ecke kriegen. Oh, ich habe das Is und das Win irgendwie hier reinbekommen. Was? Aha. Nee. Hä? Wieso? Oh, okay. Die können das hier wegschieben. Sehr schlecht. Nee. Das muss ich aber restarten. What the hell? Das ist ja mega der Brain Frick. Macht meinen kompletten Hirnmatsche. Ich kann das halt auch wieder wegmachen. Immer wieder kaputt machen. Das ist nicht gut. So, wie gesagt, ich muss es hier in die Ecke schieben. Und dann muss ich das irgendwie hier hochkriegen. Aus irgendeinem Grund ist jetzt Baba wieder. Oh nein. Was habe ich denn jetzt gemacht? Warte, 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 warte. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Verdammt! Ich weiß, was ich tun muss. Nur weil da halt so viele verschiedene Hintergrunddinger sind. Das ist halt...
richtig schwer, das dann auch wirklich umzusetzen. Das muss ich anders angehen. Der darf das Not nicht in die Ecke, genau. Der darf das Not hier nicht in die Ecke schieben. Das geht so auch nicht. Das würde so gehen. Ja. Nee, jetzt ist es wieder in die Ecke geschoben. So, schieb mal alles. Kann ich nicht alles einfach in einem Slot schieben? Alles hierher. Das macht's viel einfacher. Ja, es ist alles in einem Slot. Das macht's einfacher. So. Und jetzt sollte ich's haben. Fences win. Und jetzt muss Baba dahin geschoben werden. Oder so. Wait, das ist falsch? Wait, what? Ich dachte, Fence is win ist richtig. Fence is not you. Is win? Würde das gehen in der Theorie? So, der muss hier geschoben werden. Nee, das funktioniert auch nicht. Oh! Ja, ich hätte ganz am Ende nochmal das Fence is not stop machen müssen. Dann hätte ich es geschafft. Okay, Moment. Das Schwierigste ist einfach in diesem Level, alle Hintergrundgegenstände in einem Slot zu kriegen. Aber das ist auf jeden Fall das, was man tun muss. Weil sonst wird es viel zu unübersichtlich und viel zu kompliziert. So, versuchen wir es erneut. So. Und jetzt machen wir. Ist not stop. Ja. Okay, war doch nicht so schwer. Das war ja noch in Ordnung. Ich hätte meinen Mund halten sollen. Wir kriegen ein noch weniger hier Level. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein. Was ist jetzt anders? Oh, es gibt kein Is-Win mehr. Ja, aber komm, es ist ja trotzdem jetzt erstmal das Gleiche, denke ich mal, wenn ich das hier so aufbaue wie vorhin. Das war ja ungefähr so. Und jetzt überlegen, wie kriege ich das Win? Wie kriege ich das Win hier rein? Ich könnte halt machen. Moment, ich kann halt machen. Fence is not stop. Warte, hätte ich das so vorhin machen sollen? Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, Fence is win. Und dann habe ich doch eigentlich schon gewonnen. Ah, nee, ist halt stop immer noch. Dann kann ich ja machen. Fence is stop, es steht da oben. Fence is not stop. Wieso steht denn da jetzt Fence is. Fence is not stop. Funktioniert ja. Das da oben wird dann weggemacht. Fence is not you. Deshalb war Fence nicht wir. Wir können. Das Ding ist jetzt in dem. Ja, das ist jetzt hier drinne. Das ist ja schön und gut, aber es hilft mir halt im Moment nicht. Oder? Hilft mir das irgendwie? Kriege ich das hier so raus? Nee, ja, toll. Jetzt bin ich halt stuck. Das. Oh Gott, mein Gehirn! Jetzt geht's schon wieder los! Wuhu! Mein Brain gets destroyed in this game. Not. Not. Not is you. Wer ist denn dieser Not? Was will ich denn mit Not Baba? Was will ich damit? Es hilft mir überhaupt nicht. Oh, warte mal. Ich glaube, jetzt habe ich's. Jetzt kommt mir gerade was in den Kopf. Ich glaube, jetzt habe ich es tatsächlich.
Also, Not Baba is You. Fangen wir erstmal alles in die Ecke, damit es übersichtlicher ist. Win schieben wir hier rein. Achso, warte, erstmal ist nicht Stop. Ist immer noch Stop. Warum bist du immer Stop? Warte, das können wir hin. Und zwar Fans ist Not Stop. Machen wir. Dafür schiebe ich das weg. Und schiebe es so. Und bin dann hier mir das am Holen. Und dann sagen wir, passt auf, Fans is not win. Okay. Ja, und wie gehe ich von hier weiter? Ah, warte, warte, andersrum. Not fans is win. Das funktioniert. Lol, das hat wirklich einfach funktioniert. Wow. Ja. Okay. Fangen. Was soll ich denn jetzt hier einfangen? Meine Gehirnzellen, die gerade rumfliegen. Hui, befreien. Baba is you, text the float. Not rock is. Baba is not you. Water is sink. Hedge is hedge is stop and not push. Flag is win. Rock is rock. Lol. Okay. Das ist ein riesiges Setup. Okay, durch den Baum können wir durch. Wir haben hier Steine, die wir nicht schieben können. Wir können Baba is not you machen, das wäre aber nicht hilfreich. Wir können das Is hier wegtun, aber das würde uns nur blockieren. Wir haben hier vier Buchstaben, mit denen wir was machen können. Not rock is push. Deshalb ist der Baum da. Aber das Wasser kann ich dann schieben. Nur wie möchte ich denn das Wasser schieben? Ist die Frage. Wie möchte ich denn das Wasser schieben? Ich glaube, das will ich gar nicht schieben, einfach, oder? Ich kann die Dinger hier schieben. Machen die das kaputt oder? Gar nichts. Ach, schade. Water sink. Baba is. Nee. Das Baba is kriegt er nicht weg. Das Nordjo kriegt er auch nicht weg. Das ist perfekt so eingebaut, dass man es das nicht wegkriegt. Ich muss mir überlegen, was will ich denn überhaupt machen? Ich will das Is wegbekommen, damit ich zur Flagge komme. Richtig? Ja, ich denke mal, das ist so richtig. Wie mache ich das? Indem ich Baba is not you noch ganz rechts schiebe. Aber das macht keinen Sinn, denn Baba is not you, ich bin tot. Also muss da Not Baba is not you stehen. Ja, doch, oder? Aber warte mal, das Wort kriege ich ja doch gar nicht mehr rein. Kann ich es übers Wasser? Ich kann es übers Wasser schieben. Sehr gut. Rock is push. Was will ich denn mit dem Rock? Lass ich erstmal. Jetzt keinen. Ich kann es ja so machen. Oh. Weiter kriege ich es nicht. Aber Rock ist jetzt push. Das heißt, vielleicht kann der mir ja helfen. Aha! Aha! Moment! Die beiden Steine können mir den Weg freiräumen. Den hier. Den Weg dort können sie mir freiräumen. Genau. Und jetzt mache ich das, was ich vorhin gemacht habe. Und zwar not. Moment, ich muss das hier ein bisschen nach unten schieben, damit es da reinpasst. Genau. Not push is rock. So, rock is push not. Okay, weiter habe ich nicht gedacht. Was mache ich nun?
Vielleicht schiebe ich auch nur das Notter erstmal rein. Not Baba is not you, genau. Ich hab's gerade nachgeschaut und ich verstehe es immer noch nicht. Also, das ist kompliziert. Also, knock, not rush. Alter, mein Gehirn ist so geschmolzen schon wieder. Not rock is push. So. Und wir wollen hier jetzt die Dinger wegschieben. Das ganze Wasser. Nur weiß ich nicht genau, wie ich das anstelle. Und so ist es hundertprozentig falsch. Ich muss es, glaube ich, nach und nach abkopieren. Das ist ja echt nervig. Das ist ja richtig nervig. Okay, also... Das ist so... Life-draining, das Spiel. Ohne Witz. Das wollen wir wegmachen. Und wir wollen... Das mache ich lieber gleich. Ich habe jetzt gerade keinen Platz dafür. Wir wollen not rock is push. Dann können wir das hier zur Seite schieben und hier alles freibahnen. Und den ganzen Weg komplett freibahnen. Hier brauche ich alles nicht. Weg damit. Und jetzt können wir mit dem Stein... Achso, jetzt machen wir erstmal wieder so. Dass wir das Notto schon mal haben. Und machen das hier weg, damit Baba da rankommt. Und dann sind wir durch. Ja. Ich hatte die richtige Idee, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich es anstellen sollte. Okay. Hoffentlich das letzte Level hier in dem Game-Bereich. Die Sackgasse. Bitte sei nicht so life-draining, bitte. Huh. Komplett neue Charakter. Aber lesen wir erstmal. Ist nämlich einiges zu lesen. Water is water and sink and not you. Okay. Also Wasser ist Wasser und das, so sterben wir und wir sind nicht Wasser. Me? Also lila ist me. Wir sind lila. Wir sind der Typ dort. Me is win and not you. Oh, das ist ein lustiger Titel. Me is win and not you. Text is float. Flag is flag, box is box, fence is stop and not you. Flag is you, flag is not box. Not push, also wir sind... So ja, flag is you, genau. Und nicht box. Aber was ist, wenn wir flag is box machen? Was macht denn erstmal die Box? Box macht im Moment gar nichts. Box hat nämlich, wie ihr sehen könnt, hier noch gar nichts stehen. Also... Was machen wir mit der Box? Box ist Box. Flag ist Flag. Das heißt, warte, das würde dann heißen, dass ich so oder so keine Box... Na doch, würde funktionieren. Hier kann man irgendwas zu Not Push ändern. Was können wir da zu Not Push ändern? Flag und Box. Wir können sagen, Flag is not push oder Box is not push, aber was? Wie will uns das helfen? Diese Situation hier ist, da werde ich müde von, ja? Box. Box not push. Ja, Box is not box is push. Not. Moment. Jetzt habe ich es, glaube ich, falsch ge... Mann! Falsch gesetzt. Was ist das durchsichtig? Ah, egal. So. Not box is not push. So. Not box is not push. Also... Fans... Nee. Das hilft überhaupt nicht. Das hilft überhaupt nicht. Box ist Push. Ne, Box ist not Push. Not Flag is you. Jein.
Jetzt bin ich die Hintergrundgegenstände hier, aber die helfen mir nicht. Ne, es hilft halt leider nicht. Ja, und jetzt kann ich mich nie wieder zurückverwandeln. Boah, what? What? Ich brauche einen Anhaltspunkt. Also, wieso gibt es in dem Spiel eigentlich keine Hinweise? Ja? Das ist jetzt eine ganz ehrliche Frage. Warum gibt es hier keine Hinweise? Dieses Spiel zieht mir immer so die Lebenskraft raus, dass ich nie Lust habe, es zu spielen. Deshalb kommt es auch so selten, weil ich mir denke, oh nein, jetzt nicht schon wieder meinen Kopf zum Explodieren bringen. Aber sowas könnte man vermeiden, wenn man einem irgendwie die Option gibt, Hinweise zu geben. Ne, da kannst du zum Beispiel sagen, oh, wenn du einen Hinweis benutzt, dann wird das Level auf der Overworld nicht glänzen oder... Keine Ahnung, einfach nur so einen Hinweis mitzugeben. Also das Spiel könnte besser sein, will ich damit sagen. Das ist wirklich etwas, das würde so einiges ändern, auch wenn es nur so eine ganz Kleinigkeit ist. Das würde so einiges ändern, ganz ehrlich. Ich probiere noch ein bisschen was rum, aber... Wow, wow! Ich habe gerade nur gesagt, ich alber hier herum. Was habe ich getan? Not flag is box is you. Warte, das ist doch gut. Nee, was? Ach nee, das ist nicht gut. Weil dann das Me zu einer Box wird. Und den kann ich nicht zu einem Win machen. Also das ist schlecht, das wollen wir nicht. Mir tut dieses Spiel ehrlich physisch weh. Mittlerweile. Es geht richtig auf den Magen. Das ist zu viel für mich, das Spiel. Zu viel Nachdenken, zu viel... Ich check's einfach nicht. Ja? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Was ich tun könnte. Was soll mir dieses Not Push... Wie soll mir das helfen? Was soll ich nicht pushen? Ich muss doch irgendwas finden, damit ich das reinpushen kann, damit ich hier das Wasser wegkriege, damit ich da zu dem Typen hin kann. Was soll mir das dort helfen? Wozu ist es da? Wow. Box is not not push. Und dann ist Box push. Wow. Wow. Ganz ehrlich, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Einfach nur wow. Ich weiß nicht, wie es mit der Zeit aussieht, aber wir können uns ja mal ein bisschen Bildung geben. A, Bildung. Vielleicht ist das nicht... Oh, ist das hier vielleicht ein Tutorial-Level von dem, was wir gerade hatten? Ich weiß es nicht. Oh, me is you. Cool. Okay, das sind wir. Wir sind das. Okay. Flag is win. Wall is wall. Texts. Rock is push. Wall is defeat. Okay, die Wall bringt uns um. Stein können wir pushen. Und können hier das... Können hier den Text mitnehmen. Text is you? Würde das was helfen? Maybe? Warte mal, das hilft so nicht. So komme ich da nicht dran. So. Ihn erstmal hier wegschieben. Und dann Text herholen. Eventuell sind das hier so eine Art Tutorial-Level. Ich kann es euch nicht sagen, aber auf jeden Fall kann ich das jetzt hier mitnehmen. Text is you. Wait. Oh, das ist sehr, sehr problematisch. Boah. Ja, nee. Also ja, klar, das kann ich machen. Aber ich sterbe ja dann instant wegen allem möglichen. Außer ich komme irgendwie hier hoch. Wie mache ich das denn? Wie kann ich denn mit dem Text rechts dort hochkommen? Habt ihr eine Idee? Also... Ja doch, das hier ist ja schon mal richtig. Und jetzt, wenn ich...
Ja, wenn ich so mache, bin ich tot. Aber Moment! Ah, Wall is defeat. Stimmt, ich brauche eigentlich nur die Wörter Wall is defeat, hier in den Tod zu kriegen. Nur wie stelle ich das denn bitte an? So! Ah! Wait. Hä? Und warum habe ich das nicht geschafft? Ach so, weil nichts mehr Win ist. Oh, warte. Das heißt, dann darf ich mich... Dann darf ich das gar nicht machen, dann ist das doch nicht richtig. Vielleicht nicht, wenn Win kaputt ist, dann... Warte mal, dann kann ich ja eigentlich, wenn ich das so habe, nur so bewegen. Das war's, mehr kann ich nicht machen. Weil sonst geht Win kaputt. Ja. Wall is wall. Rock. Was mache ich mit dem Rock? Okay, ich kann ihn rauspushen hier, aber das hilft ja nicht. Nö, kein bisschen. Mi ist Text. Mi. Ja, es kann nichts machen. Gar nichts. Es kann rein gar nichts machen. Das war's. Ich bin hier am Ende. Ich habe keine Ahnung, was hier zu tun ist. Ne, wie mache ich das, dass ich Win dort oben nicht verliere? Wie mache ich das? How do I do that? Ich weiß ehrlich nicht, ob ich komplett blöd bin, weil ich nicht drauf gekommen bin, aber ich fühle mich jetzt auf jeden Fall blöd. Weil die Lösung ist viel einfacher als das, was ich gedacht habe. Und zwar wollen wir Wall zu Text machen. Dann steht hier überall jetzt Wall. Wall, 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 Wall. Und dann sind wir durch. So fühle ich mich danach. Ich fühle mich danach wie... Ja. Haben wir noch Zeit? Vielleicht haben wir noch Zeit. Das war ein sehr kurzes Level. Und wir haben noch 4 Level vor uns. Vielleicht kommt noch ein Bonuslevel danach. Ich hoffe es aber nicht. Verlassen der Spielplatz. Das machen wir auf jeden Fall noch heute. Den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Dann sind wir endlich durch mit dem Herbst. Ich will nicht mehr sein. Ehrlich nicht. KKSU! Ja, KK ist einfach nur so ein lila Ami. Water ist Teleport. Text ist Float. Ist und Win haben wir hier. Hier haben wir Box, Text, Flag. Hier haben wir einiges. Wall and Box ist Stop. Okay, wir wissen noch nicht mal, was überhaupt Win ist. Wir können selbst entscheiden, was Win ist. Aber da stelle ich mir jetzt die Frage... Ach so, nee, hä? Text ist Float. Es fliegt über... Ah, ich kann den Text doch nicht reinkriegen. Hä? Aber wie mache ich das dann? Das Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass das hier so trotzdem zählt. Nee, zählt aber nicht. Hä? Ja, dann bringt es mir doch nichts, dass da Is und Win steht. Oder? Oder doch? Hm? Also wir haben hier ein Is von dem Keke Is You. Text ist Flag. Oh. Und wie würde das gleiche aussehen mit Text des Box? Ja. Box ist Flag? Würde das irgendwie helfen? Oder Box ist Text? Box, Box. Nee, hilft nicht. Flag? Hilft auch nicht. Ja, viel kann ich sonst auch nicht mehr machen. Ich kann sonst noch mit das exakt gleiche nur mit Flag noch eben machen. Und dann habe ich eigentlich schon alles ausprobiert. Ja. So, jetzt habe ich schon alles ausprobiert. Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Ich denke mal, ich will irgendwie... die Sachen da oben wegbekommen, aber Wall ist ja Stop, das heißt, ich kann ja auch nichts durchschieben hier oben. Das ist super schwierig jetzt.
Aber warum ist denn überhaupt Boxstop? Ich habe das Gefühl, das soll mir einen Tipp geben, dass Boxstop ist. Weil Push ist es ja nicht. Na, ich kann das ja hier nicht einfach nur durchschieben. Das geht ja leider nicht. Also, keine Ahnung. Ich kann nichts mehr tun. Ich habe ja jetzt das Gefühl, schon alles auszuwählen. Ich kann noch machen, Flag is you und Box is you. Wenn ich Flag is you mache. Ja. Toll. Wenn ich Box is you mache. Ja. Toll. Ich kann trotzdem noch gar nichts machen irgendwie. Ich kann machen Text is you. Vielleicht hilft das ja. Wieso geht's nicht? Achso, weil die Box da vorne steht. Ja, warte mal, dann resette ich nochmal. Text is you. Warum kann ich mich nicht teleportieren? Weil ich float bin. Was hilft mir das, wenn ich Text bin? Wo will ich hin? Wo will ich überhaupt hin? Was ist mein Ziel jetzt, wenn ich Text bin? Was will ich denn überhaupt? Ich möchte das Is und das Win rausbekriegen, irgendwie rausbekommen. Aber das geht ja nicht. Nee, also für mich wirkt das hier wie ein unmögliches Level, wie wir es schaffen. Ich meine, schaut euch das doch mal an. Wall and Box Stop. Ich kriege ja, egal was ich mache, es gibt keine Möglichkeit, dass ich das Is und Win dort rausbekomme. Aber das muss ich doch machen, damit ich hier gewinne. Wie soll ich das anstellen? Es geht nicht. Ne, geht nicht. Ne, keine Ahnung, geht nicht. Ne, unmöglich. Wie soll das gehen? Ich hoffe, das ist die einzige Welt, wo ich gefühlt jedes Level einfach nur nachschaue, weil ich keine Ahnung habe. Weil wenn die nächsten Welten auch so werden, dann tut das einfach nur noch weh. Dann tut das Spiel wirklich einfach nur noch weh. Und ist nicht mehr spaßig. Weil diese Welt macht nicht Spaß. Also der Anfang der Welt war noch okay, aber... Sorry, aber ich muss es ja sagen, so... Ich habe keinen Spaß, wenn ich hoffnungslos in jedes einzelne Level reingehe und merke, ich check's einfach nicht. Ja, komm, ich guck's nach. Ich mal jetzt einfach nach, was der tut. Der macht als erstes Flag is you. Gucken wir mal, warum. Was? Okay. Mal gucken, was das bringen wird. Box ist Keke. Ja, haben wir zweimal Keke. Dann sollen wir uns wieder zu Keke machen. Dann haben wir zwei Characters. Okay, wir helfen mal zwei Characters. Okay, einer soll hier rein. Und das hier in die Ecke packen. Und dann sollen wir wieder Flag werden. Oh! Okay, das ist actually mega smart. Was ich jetzt gesehen habe. Denn jetzt machen wir Keke einfach zu Text. Oh, das ist mega smart. Weil jetzt steht da, Keke ist zu... Win. Ja. Okay, warum macht er das? Text is you. Jetzt sind wir das ganze Ding hier. Okay, wir machen genau das, was ich mir gedacht habe. Und zwar wollen wir... Neben Text is you, wollen wir da jetzt stehen haben... Flag is Keke. Also so. Flag. Dann halten wir das dort fest irgendwo. Irgendwo. Ja, fast. Nein, nicht gut. So ist gut. Und jetzt haben wir gewonnen. Text ist you. Aber wir sind float immer noch. Dann muss ich das... Dann muss ich das doch anders machen. Dann mache ich das... So. Ja. Genau. Okay. Ihr könnt mir gerne ein bisschen Hoffnung geben für das Spiel. Ich weiß, das Spiel ist super. Ich weiß, da kommen noch einige coole Sachen auf uns zu. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.